ich jetzt Angst. Darf ich noch einen Schluck trinken? Ja. Okay, fangen wir an. Alles klar. Yeah.
Okay. Also, nochmal. Ich möchte gerne beten und mich mit euch eins machen und dass wir wirklich Jesus groß machen. Wir freuen uns, dass wir heute hier sein können. In all diesen Herausforderungen ist es eine Gnade, es ist noch ein Geschenk, dass es so möglich ist. Jesus, und wir erheben deinen Namen. Wir danken dir, dass du mitten unter uns bist, Herr. Du sagst, wo zwei oder drei nur zusammenkommen, Herr, da bist du mitten unter ihnen, Herr. Und ich danke dir, dass wir als Gemeinde hier heute Morgen uns auf dich fokussieren können, Herr. Herr, dass wir alles andere abgeben, ablegen, was uns bedrängt, was uns belästigt, Herr, was uns stört oder was uns einfach in so ein Gedankenkarussell beschäftigen will, Herr. Wir danken dir, guter Jesus, guter Heiliger Geist, dass du hier mitten unter uns bist. Herr, und wir beten auch für die Lieben aus der Gemeinde, die zu Hause sind, Herr. Herr, die auch sich verbinden mit uns, Herr. Wir sagen, dass in deinem mächtigen Namen, Herr, all die Dinge heute geschehen, die du dir vorgenommen hast. Egal, wo wir sind, Herr, du berührst jeden, Herr. Wir danken dir, guter Heiliger Geist, dass du diese Zeit jetzt nimmst, Herr, dass du uns ganz offen machst für dein Reden und dass wir erleben, was du Gutes für jeden von uns hast. Danke, Jesus. Amen. Ja, ihr Lieben, schön, euch zu sehen. Ich habe schon gedacht, nachdem so die ersten Regelungen wieder kamen, wird das noch möglich sein? Aber ich freue mich, dass es zumindest heute noch möglich ist und dass wir uns auch so als Gemeinde zusammen auf Jesus hier fokussieren können. Das finde ich wunderschön. Und ich glaube, dass Gott so einen ganz besonderen Schutz auch hat und Hilfe für uns hat in all diesen Herausforderungen. Und trotzdem müssen wir auch hier unseren Verstand einsetzen und auch diese Corona-Regeln beachten. Ich bin froh, dass ihr eure Masken aufhabt, bis auf die beiden, die einen Attest haben. Aber ansonsten, dass wir wirklich so geschützt sind, dass wir uns da eins machen, dass wir für uns den Schutz haben, aber auch vor allen Dingen für den anderen. Auch damit zeigen, dass wir Abstand halten, das ist wunderschön, das ist gut. Irgendwann wird es wieder schön werden, dass man sich in den Arm nehmen kann, knuddeln kann, miteinander reden kann. Das wird auch wieder sein. Aber so schön wie das auch ist, ich finde so die Gemeinschaft, also ich bin so dankbar, dass wir uns sehen können. Ne, dass wir das nicht über Skype machen oder so irgendwie, sondern dass wir uns richtig sehen können. Da denke ich, da können wir auch wirklich Gott danken. Ja, die Fenster müssen auf sein. Wir haben gesagt, dass wir für frische Luft sorgen müssen. Das ist für uns alle wichtig, dass wir eben auch da füreinander und das sehen können und dass wir gucken, wo platziere ich mich, wenn jetzt irgendjemand sagt, mir zieht's hier, dann sprich doch mit einem der Ältesten oder vom Leitungsteam und sag, ich möchte auf dem Sitzplan jetzt einen anderen Sitzplan haben, das zieht mir ja zu sehr, das können wir ja alles regeln. Gut, das ist das Organisatorische. Dann haben die Familiennachrichten in dieser Woche, habe ich keine Geburtstage in meinem Plan stehen. Gibt's das denn oder hat irgendjemand von euch Geburtstag gehabt und wir wissen nichts davon? Nicht. Na gut, dann ist es alles korrekt. Aber in der nächsten Woche können wir am Dienstag der Vera gratulieren. Die hat Geburtstag. Und am Mittwoch der Julie gratulieren. Die hat dann auch Geburtstag. Wer Näheres hören will, kann am Ende des Gottesdienstes gern zu mir kommen. Und dann können wir das auch noch weiter klären, wer das ist, meine ich jetzt so. Ne? Dann möchte ich auch Erstbesucher herzlich willkommen heißen. Ich glaube, Sie sind zum ersten Mal da, stimmt das? Oder schon irgendwann schon mal da gewesen? Ja, schön, herzlich willkommen.
Shakina, kannst du da für die Erstbesucher, haben wir so ein kleines Präsent vorbereitet, können wir das, weiß nicht, ob sie das damals bekommen haben, aber jetzt nochmal neu bestückt, ein kleines Geschenk. Ja, man merkt so in den letzten Tagen, dass der Druck doch gewaltig zunimmt. Also ich glaube nicht, dass ich da alleine stehe und das so empfinde, sondern na, das ist schon herausfordernd. Und dass so manche Gespräche auch sich darum kreisen, wie geht das überhaupt weiter und was haben die alles entschieden und hin und her. Und dass auch Angst sich breit macht bei vielen Menschen. Wie wird das enden? Wie wird das weitergehen? Werde ich auch krank? Und trotz der ganzen Herausforderungen gilt, wir brauchen keine Angst zu haben. Genau. Wir brauchen keine Angst zu haben. Es gibt so viele Menschen, die Jesus nicht kennen und die nicht wissen, wohin mit ihren Sorgen, wohin mit ihrer Angst, wohin mit den Krankheitssymptomen. Und es gibt für jeden Menschen diese Hoffnung. Jesus ist der, der uns erlöst hat. Jesus ist der, der diese Welt besiegt hat. Jesus ist der, der uns den unaussprechlich tiefen Frieden gibt. Spürt ihr diesen Frieden? Kann nur besser werden. Denn das ist das, was Jesus uns schenkt. Und in Johannes 16, Vers 33, da hat Jesus mit den Jüngern zusammengesessen und er hat ihnen erzählt, welche Herausforderungen kommen werden. Er hat sie praktisch vorgewarnt. Und er hat zu ihnen gesagt, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Stimmt das? Manchmal heftig. Manchmal rappelt es überall oder knallt es überall. Wir werden hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Und dieser Sieg gilt. Der gilt für Zeit und alle Ewigkeit. Das ist ein Zeitmaß, das ist für unseren Verstand unaussprechlich. Wir haben noch keine Ahnung, was am nächsten Tag sein wird. Und Jesus sagt, ich habe diese ganze Zeit in meiner Hand. Gott hält die ganze Zeit uns in seiner Hand. Er hält auch diese Erde in seiner Hand. Und es ist immer noch Gnadenzeit Gottes da. Weil Jesus möchte, dass wir den Frieden und die Erlösung und die Kraft, die wir von ihm bekommen, dass andere Menschen das an uns sehen, durch uns sehen. Er möchte, dass wir das weitergeben. Und er möchte, dass noch viele Menschen auf dieser Erde, in dieser Welt, diesen Frieden bekommen. Wie auch immer die Umstände sich entwickeln werden, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und das ist das, wenn es manchmal so hart auf hart bei mir kommt, dann sage ich, Jesus, ich kann gar nicht anders, ich kann mich nur festhalten bei dir. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das jetzt weitergehen soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll oder was da jetzt ist. Aber ich weiß, ich kann mich bei dir festhalten. Und das ist das, was man erlebt. Ob man das jetzt spürt oder nicht, aber das ist durch den Heiligen Geist in dich und mich hineingelegt, dass dieser Schutz, diese Stärke zu jeder Zeit in uns ist und abrufbar ist, dass ich sage, ich brauche mal wieder ein bisschen mehr an Kraft oder ich brauche ein bisschen mehr in Arm genommen zu werden von dir, Jesus. Und Jesus tut das. Und ich möchte jetzt nochmal mit euch gemeinsam beten, dass wir einmal Gott danken für den Schutz, für all die Bewahrung, aber dass wir auch danken für das, was Jesus für uns getan hat, dass er uns erlöst hat. Und dass wir das weitergeben, dass es weiterfließt in diese Welt hinein. Und wer das möchte, darf einfach mal aufstehen.
Ich wollte das gerade sagen. Hast du gemacht, gut. Und sag, Jesus, ich will das jetzt wirklich. Ich danke dir, guter Heiliger Geist, dass du uns umgibst, Herr, und dass wir nicht alleine sind in dieser Welt. Und wir danken dir, dass du, Jesus, diese Welt überwunden hast, Herr. Herr, du hast den Sieg am Kreuz auf Golgatha gewonnen, Herr. Herr, du hast den Feind bloßgestellt, Herr. Du hast wirklich so alles für uns Menschen getan. Du bist selber Mensch geworden, Herr, und du hast uns den Weg zum Vater gezeigt, Herr. Du hast uns Erlösung geschenkt, Herr. Herr, du hast uns Kraft geschenkt. Du hast uns Frieden geschenkt, Herr. Herr, du hast uns Freiheit in dir geschenkt, Herr. Und ich danke dir, dass wir das alles wirklich so in uns aufnehmen dürfen. Herr, dass es tief verwurzelt ist in uns, Herr. Dass es uns umgibt, dass es unser ganzes Verhalten bestimmt. Und dass die Menschen um uns herum, sei es in unseren Familien, sei es in unseren Nachbarschaften, Herr, in den Schulen, auf den Arbeitsplätzen oder wo auch immer, Herr, dass diese Menschen in diesem Land neu berührt werden, Heiliger Geist. Gott, dass sie aufwachen, Herr. Herr, dass du ihnen die Augen öffnest und dass sie erleben, dass du der Lebendige bist. Dass dieses Geschenk vom Kreuz her für jeden bereitsteht, Gott. Und ich danke dir, dass du in diese Welt hineingekommen bist, weil du die Welt liebst, Herr, die Menschen in dieser Welt. Herr, und wir rufen aus, dass der Coronavirus unter dem Kreuz liegt, Herr, dass er besiegt ist von dir, Jesus. Und dass du hineinkommst, dass du hineinsprichst in diese Welt, Herr. Und dass jeder, der dich anruft, Jesus, dich erleben wird. Ich danke dir, Herr, für die Gelegenheiten, die du uns gibst, Herr. Und danke dir für die Zeit, die wir jetzt gemeinsam haben dürfen, Herr, um dich anzubeten, Jesus. Um dir allen Dank zu sagen, Herr, für alle Hilfe, für alle Kraft, für alles Durchtragen. Und ich danke dir, dass dein Friede sich breit macht. Herr, dass wir deinen Frieden einatmen können, Herr. Herr, dass unser Körper erfüllt wird von deinem Frieden. Dass unsere Seele voll wird mit deinem Frieden. Und dass dein Friede unser ganzes Denken und Handeln bestimmt. Wir erheben dich, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Es gibt niemanden, der so ist wie du. Deshalb gehört dir unsere ganze Liebe, lieber Vater, lieber Jesus, lieber Heiliger Geist. Danke. Amen. Dann lasst uns das jetzt gemeinsam mit Danny, Carsten und Esther tun. Amen. Du bist gut.
alle sollen es hören. Du bist gut, du bist gut. Ob die Sonne scheint oder Regen fällt, du bist gut, du bist gut. Und ich singe, denn du bist gut. Und ich tanze, denn du bist gut.
Wir erheben deinen Namen.
Ist das nicht wunderbar, was für einen großen Gott wir haben? Wir haben gesungen, er beherrscht die ganze Welt, er beherrscht das ganze All. Das geht in unser kleines Gehirn gar nicht rein. Aber was für einen großen Gott haben wir? Und er ist unser Vater, der uns liebt. Vor wem sollten wir uns fürchten? Vor wem? Es sind manchmal wie Schatten, die ja so vorübergehen und an uns vorüberziehen. Aber unser Gott ist so groß. Und die Shakina hat mich jetzt hier gerade noch mal an den Psalm 91 erinnert. Den haben wir ganz am Anfang, als es anfing, mit diesem komischen Virus, den keiner kannte, ne? Der eigentlich vorher gar keinen Namen hatte, aber das passt so gut. Im Psalm 91, nur ein paar Verse, ihr könnt ihn ja zu Hause in Ruhe wieder ganz lesen. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Wenn man sich das Bild vorstellt, es ist heiß, es ist Wüste, die Sonne knallt, man hat Durst, die Zunge hängt einem aus dem Hals. Und dann dürften wir unter dem Schatten des Allmächtigen sein. Was meint ihr, was in dem Schatten Gottes alles zu finden ist? Da können wir trinken, trinken, trinken. Da können wir uns, können wir essen, essen, essen. Können wir nehmen, was wir brauchen. Da ist der Schutz des allmächtigen Gottes. Du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Wenn du immer noch so ein Gedankenkarussell im Mund hast, im Kopf hast, und wenn du immer noch von Sorgen gequält wirst, dann stell dich einfach dahin und sag, ich vertraue dir, dem allmächtigen Gott. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an, mit allem, was da drin ist. Ich vertraue dir, du bist meine Hilfe, du bist mein Schutz, du bist meine Stärke und du bist das Ziel meines Lebens. Ja, was ist es schon, dass wir hier ein paar Jahre im Leid stehen und kämpfen? Wir werden einmal bei dir sein, in deiner Herrlichkeit. Dann wirst du uns alle Tränen abwischen. Überall, wo wir gekämpft haben, wo wir gelitten haben. Du kommst, Herr. Und du hast gesagt, du wirst uns alle Tränen abwischen. Du wirst uns in deine Arme nehmen, Herr. Und du wirst uns deine Herrlichkeit des Himmels zeigen, die ewig gilt. Herr, lass uns den Blick immer auf dich richten. Lass uns schauen auf das, was du verheißen hast, Herr. Herr, und mach uns kühn und mutig, dass wir sagen, was kann mir schon geschehen? Mein Körper wird sterben irgendwann, aber ich werde bei Jesus sein. Herr, dass wir uns nicht in Angst jagen lassen, sondern dass wir die Herrlichkeit und Größe Gottes hier auf dieser Erde erleben werden und einmal bei dir sein werden, Herr. Danke für die Gewissheit, die du schenkst. Danke, dass wir deine Söhne und Töchter sind, die du liebst, Herr. Ich möchte auch jetzt Gelegenheit geben, diese Liebe auszudrücken, auch in unseren Finanzen, dass wir ein Liebesopfer an Jesus geben und ihm danken für alles das, was er für dich, für mich getan hat. Amen.
Kannst du mal durch die Reihen gehen, Shakina? Und ist denn da? Nina, du hier vorne oder so? Dankeschön. Gut, und dann erwarten wir den Ruben. Wir sind ganz gespannt auf das, wie es weitergeht. Cool, finde ich, habe ich ihm heute Morgen gesagt, ich finde das so toll, dass er den Epheserbrief hat und dass wir so immer tiefer in das Wort Gottes einsteigen dürfen. Noch ein Lied? Gut. Als den Herrn aller Herren, als den König aller Könige. Danke, dass wir über diesen Gottesdienst, über diese Gemeinde ausrufen dürfen, dass du das Haupt der Gemeinde bist und dass das dein Herrschaftsbereich ist und dass alles, was nicht dem Reich Gottes entspricht und was sich nicht deiner Herrschaft unterordnet, diesen Raum und die Gemeinschaft, unsere Gemeinschaft als deine Kinder verlassen muss im Namen von Jesus. Danke, Herr, du bist der Herrscher des Universums. Du bist gesetzt zur Rechten des Vaters. Halleluja. Und dafür danke ich dir. Und dir, ich danke dir, dass wir dich erheben dürfen und dass wir dich kennen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Wunderbar. Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Ich grüße auch alle, die online sich diese Predigt oder diesen Gottesdienst irgendwann mal anschauen. Ja, hat er ja gesagt? Er wird sich die anschauen, das ist ja schon mal gut. Einer, der sich die anschaut. Halleluja. Ich hatte eine Serie angefangen zum Thema Epheserbrief, da möchte ich heute anschließen.
Einmal eine kurze Zusammenfassung von dem, was bisher, was ich gesprochen habe. Ich habe im ersten Teil eine grobe Zusammenfassung gemacht, worüber der Epheserbrief spricht. Kannst du Folie 27, ab Folie 27 starten wir. Und der Epheserbrief zeigt, im Epheserbrief zeigt Paulus die Breite der himmlischen Segnungen, auf die wir in Christus Jesus vom Vater bekommen haben. Er spricht darüber, wodurch und oder was wir in, durch und mit Christus, wie wir gesegnet wurden. Er schreibt, welche Auswirkungen diese Segnungen für uns Gläubige im Alltag haben, in welchen Konflikten wir stehen und wie wir diese Konflikte, Herausforderungen bestehen können. Paulus malt uns eine biblische Weltanschauung aus und macht deutlich, wo wir stehen und welche Rolle die Gemeinde dabei spielt. Kannst du mal die nächste und die übernächste Folie? Das war die Zusammenfassung von vorhin. Und, nee, zurück. Zurück, Folie 29. Da. Das ist die Weltanschauung, die hatte ich vorher in einem künstlerischen Art und Weise drüben schon versucht darzustellen. Da sieht es ein bisschen schöner. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Auf jeden Fall malt uns Paulus eine Sicht der Realität der Welt auf, die ganz anders ist, wie die Weltanschauung, die wir heute in den Schulen, Universitäten und in unserer Gesellschaft geprägt werden. Seit einigen Jahren, seit der sogenannten Aufklärung, Erleuchtung, wobei da gar keine Erleuchtung, wird der ganze Bereich Himmelswelt, Luft, unsichtbare Welt verneint, verleugnet. Und man sagt, dass nur das, was im Bereich Erde, Welt ist, real ist. Und ich behaupte, dass das mit ein Grund ist, dass wir eine ganze Reihe von Problemen nicht lösen können, weil wir nicht erkennen, dass ihr Ursprung nicht in der Erde ist, in der Welt, wo wir sind, sondern in unsichtbaren Bereichen. Viele Krankheiten, einige Krankheiten können deshalb nicht geheilt werden, weil wir uns konzentrieren und weil die Wissenschaft und die Menschen sich auf die Dinge in der Welt und nicht erkennen, dass diese Welt von einer unsichtbaren Welt beherrscht wird. Es heißt, dass der Teufel der Herrscher über diese Welt ist. Paulus beginnt diese Segnungen, beginnt seinen Brief mit, indem er deutlich macht, dass der Vater im Himmel uns in Christus mit allen Segnungen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Die nächste Folie. Er spricht von Segnungen, die wir in der Himmelswelt für uns bereitstehen, nicht hier auf Erden. Und das ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, die Segnungen, von denen Jesus bzw. Paulus hier spricht, die wir in Christus haben, sind in der himmlischen Welt für uns, stehen sie bereit. Und das ist deshalb wichtig, weil Paulus, nicht den Epheserbrief, aber in anderen Briefen, ganz klar und deutlich schreibt, alles, was irdisch ist, ist vergänglich. Was himmlisch ist, geistlich ist, ist ewig. Das heißt, wir reden hier, Paulus spricht hier von Segnungen, die einen Ewigkeitscharakter haben. Nicht wie Geld und beruflicher Erfolg, die irgendwann mal vorbeigehen. Er redet nicht von Segnungen, die ein Verfallsdatum haben, mindestens haltbar bis, sondern er redet von Segnungen, die einen Ewigkeitscharakter haben, die uns zustehen und zu uns gehören, selbst wenn wir diese Welt verlassen. Und das ist, denke ich, wichtig für uns, dass wir uns klar machen, wenn wir nochmal diese Weltanschauung, wenn wir verstehen, dass unser Zuhause ist nicht hier auf Erden. Und diese Segnungen, von denen Paulus spricht, geben uns Antworten auf existenzielle Fragen des Lebens. Wer sind wir? Wo gehöre ich hin? Was ist meine Bestimmung? Was ist mein Wert? Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, hier passe ich gar nicht rein, ob ihr solche Situationen schon hattet.
Kolumbien gibt es so ein Sprichwort, das kann man übersetzen, man fühlt sich wie Fliege in Milch. Die Milch ist ganz weiß und eine Fliege da drin fällt auf. Man fühlt sich völlig unwohl. Ich kenne sowas. In meiner Jugendzeit, in der Schule habe ich mich so gefühlt. Ich bin hier fehl am Platz. Ich fühle mich wie Fliege in Milch. Ich passe hier überhaupt gar nicht rein. Und jeder von uns geht durch solche Phasen. Und was machen wir dann? Dann versuchen wir, irgendwas zu tun, um dazuzugehören. Wir wollen irgendwo hinzugehören. Es ist in uns hineingelegt, dass wir irgendwo hinzugehören, weil das wird auch unsere Identität bestimmen, unser Verständnis, wer wir sind. Oder auch, was unsere Bestimmung ist und was wir wert sind. Ja, kennt ihr die Themen Mutproben? Ich weiß nicht, wer von euch in der Kindheit Mutproben machen musste, um irgendwo dazuzugehören. Sowas gibt es. Und es gibt, ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, dass auch Jugendliche auf Gleise steigen und sonstiges als Mutprobe, um dazuzugehören und ihr Leben aufs Spiel setzen, einige sogar umgekommen sind, weil sie dazugehören wollen. Jeder Mensch möchte irgendwo dazugehören. Jeder von uns will wissen, ich gehöre irgendwo zu, weil das gibt uns Wert, das gibt uns unsere Identität, wer wir sind und wofür wir gehören. Paulus, oder so wie zur Zeit von Paulus, werden alle diese Fragen am Ende durch unsere Glaubensüberzeugungen definiert. Was wir glauben, wer wir sind oder woher wir kommen, das definiert am Ende unser Wertgefühl, unsere Zugehörigkeit, unsere Bestimmung. In vielen Ländern spielt, wie zur Zeit von Paulus, die Kultur eine wichtige Rolle. Und die Kultur schreibt in vielen Ländern dir vor, wer du bist, wo du hingehörst, welche deine Bestimmung ist. Speziell diese Kulturen, die sehr, ich nenne das mal so, ganzheitlich sind. In südlichen, in afrikanischen oder arabischen Ländern. Mein Bruder hat 5 Jahre in Ägypten gearbeitet, gelebt, wir haben ihn besucht. Und in diesen Kulturen bestimmt die Kultur, die durchdrungen ist von Glaubensbekenntnisse, was du zu glauben hast, wo du hingehörst, was deine Bestimmung ist. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass aus geistlicher Sicht die Kultur nicht diejenige ist, die unsere Identität, unsere Zugehörigkeit, unsere Bestimmung und unsere Wert bestimmen soll. Ich kann mich noch erinnern, als ich 10 Jahre alt war, bin ich zum 2. Mal hier in Deutschland gewesen, bin von Kolumbien hier rüber geflogen. Ich war mit 7 ein Jahr hier, habe hier die Schule besucht, das war im Sauerland. Und mit 10 wollten meine Eltern, dass ich im Sommer hier rüberkomme für 3 Monate. Und als ich hier rübergekommen bin, war die Schule hier in Deutschland noch nicht beendet. Die hatten noch keine Ferien. Und meine Eltern wollten, dass ich dann noch die Wochen, die noch blieben, hier zur Schule ging. Und ich kann mich noch erinnern, habe ich letztens meiner Frau noch erzählt, wie ich eines Tages zu meiner Tante nach Hause kam mit Tränen in den Augen. Ich habe geheult und ich habe gesagt, ich will nicht mehr in die Schule. Wieso? Ich habe mich gemobbt gefühlt. Das war dieselbe Klasse, die ich 3 Jahre zuvor drin war. Die hatte aber eine Entwicklung hinter sich. Die waren eine angeschworene Truppe und ich fühlte mich wie Fliege in Milch. Ich fühlte mich nicht dazugehörig, dass sie mich ausstoßen. Ich hatte das Gefühl, ich sage nicht, dass sie es so meinten, aber ich hatte das Gefühl, weil ich eben kein Deutscher war, dass ich nicht dazugehöre. Und ich wollte dazugehören. Und das hat mich verletzt, das hat mein Wertgefühl verletzt. Ich habe mich als Kind, 10 Jahre, nicht wertgefühlt, nicht wertgeschätzt gefühlt. Und ich bin überzeugt, dass diese Segnungen eine Antwort auf solche Fragen geben, mit denen wir uns alle beschäftigen.
früher oder später, gerade in Krisenzeiten, in herausfordernden Situationen, stellen wir uns oft die Frage, was ist wichtig, was ist jetzt relevant? Und ob wir wollen oder nicht, ob wir uns bewusst sind oder nicht, diese Fragen werden wir immer aus unserer tiefsten Überzeugung heraus beantworten. Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Was ist mir wichtig? Was ist meine Bestimmung? Fangen wir mit den, ich lese jetzt die Verse 4 bis 6. Denn in ihm, in Christus, hat er, Gott, uns schon vor Schöpfung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen in Liebe. Und er hat, Gott hat uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine, also Gottes Kinder zu werden. Das war sein Gottes eigener, gnädiger Wille und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der Gott uns durch seinen Sohn Jesus, geliebten Sohn, beschenkt hat. Der erste Punkt, den wir hier lesen, die erste Segnung, die wir hier sehen, vor Gründung der Welt hat Gott uns erwählt, einmal heilig und tadellos vor Gott zu stehen. Was bedeutet dieses Wort erwählt? Ich habe mich mal da ein bisschen beschäftigt. Und wenn wir rein von dem griechischen Wort ausgehen, heißt es, kommt besetzt sich zusammen aus zwei Wörtern. Das eine ist aus und sprechen, sagen. Das kann man auch übersetzen, wählen, erwählen, sich für sich jemand, etwas für sich wählen. Ich zitiere, es wird die Bevorzugung des Gewählten betont. Dabei ist für den Erwählten, hier Gott, der Aufbau einer Beziehung zum Gewählten, wir, im Blick. Es beinhaltet den Vorzug und die Erwählung unter vielen. Im Buch Grundlagen pfingstlicher Theologie, zitiere ich, steht, die Erwählung ist ein souveräner Gnadenakt Gottes in Christus Jesus. Ich weiß nicht, ob für euch das Konzept Erwählen so irgendwas sagt. Für mich hat es am Anfang nicht so viel gesagt. Damals die Juden hatten ein sehr tiefes Verständnis und waren sehr stark von diesem Bewusstsein geprägt, sie sind das auserwählte Volk. Sie haben eine starke Identität in diesem Bewusstsein gehabt, sie sind erwählt. Und ich denke, dass die deutsche Nation durch ihre Geschichte sich sehr davon auch distanziert hat. Ich kann mich erinnern, dass ich als von Kolumbien hier rüberkam, ich war stolz, Kolumbianer zu sein. Ich bin Kolumbianer und wir haben zum Feiertagen haben wir die kolumbianische Flagge rausgeholt. In der Schule wurde die kolumbianische Hymne gesungen und wir haben die mit Inbrunst gesungen. Ich habe Wehrdienst geleistet und ich war stolz darauf. Und dann kam ich in Deutschland an. Keine Flagge. Ja, nicht die Hymne. Ja, keiner sagt, ich bin deutsch. Erst, wann war das? 2006, die Fußball-WM? Das war das erste Mal, wo ich gesehen habe, dass Deutsche die deutsche Flagge hauen. Und dass man die Hymne singt. Erwählung war etwas, was für die Juden, und wir müssen denken, damals die Gemeinde in Ephesus bestand aus Juden und Nichtjuden. Die Juden, ein starkes Bewusstsein, sie sind das auserwählte Volk Gottes. Sie haben sich, wenn wir in der Geschichte sehen, sie haben sich manchmal auch sogar etwas wertvoller gefühlt als die Nicht-Christen, als die Nicht-Juden. Sie sahen sich als das einzige auserwählte Volk. Hier lesen wir aber auch, Also das Wissen, dass Gott uns erwählt hat, gibt uns die Sicherheit, dass wir zu Gott gehören. Ich habe mir die Frage gestellt und habe ich meiner Frau auch gestellt. Ich habe meiner Frau die Frage gestellt. Wenn Gott sagt, wir sind auserwählt, was kommt dir als erstes in den Sinn? Ihre Antwort war, die Armen, die nicht auserwählt sind. Fand ich die Antwort sehr gut. Und da habe ich so, okay, zwischen was hat denn Gott auserwählt?
Hat er zwischen den Heiden und Nichtheiden erwählt? Zwischen denen, die jetzt glauben und nicht glauben? Zwischen was hat denn, denn wenn es um Wahl geht, Erwählung kommt von Wahl und wir wissen ja jetzt, nächste Woche Wahl in Amerika, wir kennen das auch, Wahlen, es gibt immer eine Wahl, das heißt, es gibt mindestens zwei Alternativen. Also es muss, Gott muss zwischen mindestens zwei Möglichkeiten gehabt haben, wo er sich dann für uns entschieden hat. So, dann habe ich überlegt, die Wahl kann nicht zwischen Unheiden, zwischen Juden und Heiden gemeint sein, denn im weiteren Verlauf spricht ja Paulus, macht klar, dass in den weiteren Kapiteln, dass Gott, es war der Plan Gottes von Anfang an, auch die Heiden zu erwählen, die Völker, die Nichtjuden, also wir. Wäre die Wahl zwischen Juden und Nichtjuden, wären wir nicht hier. Also das kann es gar nicht sein. So, dann habe ich in einem Kommentar gelesen, dass es um die Erwählung der Gläubigen handelt. Das heißt, dass die Gläubigen die Erwählten sind. Das würde bedeuten, dass Gott zwischen Gläubige und Nichtgläubige erwählt hat. Habe ich überlegt, kann das sein? Dann finden wir in 2. Petrus 3,9 lesen wir, dass Gott nicht will, dass irgendeiner verloren geht, sondern dass alle zur Umkehr kommen. Also dann kann es ja auch nicht sein, dass er erwählt hat zwischen denen, die errettet werden und die nicht errettet werden. Weil er will ja, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Somit ist es der Wille Gottes, dass alle gerettet werden und somit kann die Erwählung sich nicht auf die Gläubige beziehen. Im Kontext des Epheserbriefes und der Weltanschauung bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass die Erwählung, die Gott hatte, ich ziehe das mal hier ein bisschen runter oder hier rüber, damit man das ein bisschen sieht. So, Gott ist hier, das ist die Erde, Luft, unsichtbare Welt, Teufel, Mächte, Gewalten, hier gibt es auch Mächte und Gewalten, die Engel und hier sind die Menschen. Und jetzt ist hier Gott und Gott hat einen Plan. Sein Plan hat er offenbart, dass er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Zwischen was hat er die Wahl gehabt? Aus dieser Perspektive hat er die Wahl gehabt zwischen den Mächten und Gewalten, die in der Himmelswelt sind, zwischen den Mächten und Gewalten in der unsichtbaren Welt und den Menschen. Er wollte seine Herrschaft und er hat sich für die Menschen entschieden. Da habe ich mir gedacht, wenn das so ist, muss es ja einen biblischen Beleg dafür geben. Kam auf Psalm 8, 6, da lesen wir, denn du hast ihn, also er spricht zu Gott, David, Gott, du hast den Menschen wenig geringer gemacht als, und da gibt es Übersetzungen, die sagen Engel, Gotteswesen, das griechische Wort, was da steht, ist Elohim, was auch in Bezug auf Gott verwendet wird. Und dieser Psalm 8, da geht es um die Frage, was ist denn der Mensch, dass du dich für den Mensch entschieden hast, dass du überhaupt dich interessierst für uns Menschen. Und du hast ihn weniger gemacht als Geisteswesen. Und ich persönlich bin überzeugt, dass in diesem Abschnitt es darum geht, dass Gott uns sich entschieden hat, er hatte die Wahl zwischen Geisteswesen und uns Menschen und hat sich für uns Menschen entschieden. Er hat uns erwählt. Er hat eine Wahl getroffen für dich. Er hätte anders wählen können. Gott ist allmächtig. Er hätte sagen können, so, ich will Roboter haben, die alles tun, was ich sage. Er hätte seine Herrschaft, er hätte seine Engel, seine Herrscher anschicken können, damit sie den Sieg erringen. Oder? Hätte er das nicht machen können?
Als Jesus gefangen wurde, wollten die Jünger für ihn kämpfen und er hat gesagt, ja, ich könnte meine Engelscharen schicken, aber nein. Er hat sich entschieden, durch uns, mit uns, er hat dich und mich auserwählt, um das zu tun, was er haben will. Wir lesen in dem Bibelvers hier, denn in Christus hat er uns vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen in Liebe. Einige Übersetzungen übersetzen in Liebe und andere setzen das in Liebe in dem Vers danach. Das heißt, die Erwählung, dass wir auserwählt wurden, hat das Ziel, dass wir heilig und tadellos sind. Was ist heilig? Kann mir jemand von euch sagen, was versteht ihr unter heilig? Ich muss schon lauter reden mit Maske, sonst verstehe ich nicht. Abgesondert für Gott zu leben. Okay? Das ist die gängige Übersetzung. Und als ich damals in der Bibelschule war, habe ich mich auch damit ein bisschen auseinandergesetzt. Und wenn wir den Epheserbrief als Gesamtkontext lesen, geht es hier nicht darum, dass Heiligsein, dieses Verständnis, ein Gegenstand oder etwas, was für Gott abgesondert ist, sondern hier ist die Rede, dass wir auserwählt worden sind, um den Charakter Gottes wiederzuspiegeln. Heilig und tadellos. Wenn heilig eine Eigenschaft Gottes ist, und das ist sie, Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig, dann kann die Übersetzung ausgesondert ja nicht für Gott gelten. Weil Gott ist ja nicht für sich selber ausgesondert, das passt ja nicht. Und dann habe ich so ein bisschen geforscht damals in der Bibelschule und habe herausgefunden, dass dieses Wort zwei Bedeutungen hat. Und eine Bedeutung, dieses hebräische Wort ist, dass es eine vollkommen andere Wesen hat als alles andere. Wenn wir heilig in Bezug auf Gott reden, dann reden wir, dass er in seinem Wesen vollkommen anders ist als wir. Er ist heilig, bedeutet, dass er nicht unserem Wesen gleich ist. Das bestätigt zum Beispiel, es sagt, Gott kann nicht lügen. Können wir lügen? Da ist schon mal ein Riesenunterschied. Gott ist anders als wir. Und viele andere Dinge. Gott ist in seinem ganzen Sein vollkommen anders wie wir. Gott ist nicht ein Gegenüber, in dem wir gleich zu gleich gehen. Gott ist vollkommen anders. Er ist Geist. Wir sind Geist und Fleisch. Wir haben hier, ne? Kneif dich mal, dann weißt du Bescheid, dass du nicht nur irgendein Gespenst bist. Gott ist anders in seinem Wesen. Und er sagt, dass wir auserwählt sind, heilig und tadellos zu stehen. Ohne Flecken bedeutet ohne Flecken, ohne Fehler. Das ist wieder eine Eigenschaft Gottes. Gott ist ohne Fehler. In Jakobus 1,17 lesen wir, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch keine Schattenwechsels. Gott ist fehlerfrei und macht keine Fehler. Machst du Fehler? Ich ja. Gott aber nicht. Und wir sind auserwählt, das Ziel, das Gott verfolgt hat, als er dich auserwählt hat, ist, dass wir sein Wesen mit seinem Wesen gekennzeichnet werden, von Heiligkeit und Tadellosigkeit, verwandelt werden dahin. Dass wir verändert werden. Vers 5. Gott hat uns aus Liebe schon damals, also von Grundlegung der Welt, bestimmt, vorherbestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Was bedeutet bestimmt? Im Voraus entscheiden, vorherbestimmen.
da gibt es keine große andere Übersetzungen. Das ist einfach vorherbestimmt. Man hat, es ist vor und bestimmen, vor festsetzen, vor festgelegt. Das heißt, dass Gott von vornherein festgelegt hatte, dass wir Menschen als seine Kinder adoptiert werden sollen. Das Wort, was hier als Kinder benutzt wird, ist nicht das Wort, was Hyos in anderen Stellen, wo es um reife Kinder, sondern das ist ein adoptiertes Kind. Und es war die Absicht Gottes von Anfang an, hat der dich vorherbestimmt, mich vorherbestimmt, sein Sohn, seine Tochter, uns als Sohn und Tochter adoptiert zu werden. Wir haben alle Eltern, richtig? Ob du sie kennst oder nicht, du hast Eltern. Unsere Eltern, unsere Familie ist diejenige, die in der Regel unser Wertgefühl, unsere Identität prägt. Kinder, die ohne Eltern aufwachsen, haben in sich eine Sehnsucht danach zu kennen, wer bin ich, indem sie auch wissen, wo gehöre ich hin, wer sind meine Eltern. Und jetzt sagt Gott, dass er uns vorherbestimmt hat, nicht hier auf Erden nur Eltern und Kinder zu sein, sondern seine Kinder zu sein. Ihn als Vater zu haben, dass er unser Vater ist. Er will uns adoptieren und das gibt uns Sicherheit. Im Moment gibt es eine Werbung für eine Sendung im Wiebel TV, Anne mit E. Hat jemand das gesehen? Ja, da hinten. Ich habe das auch gesehen. Interessant. Ist ein Waisenmädchen, was die Sehnsucht hat, irgendwo dazuzugehören. Und kommt in einer Familie, die sich eigentlich einen Jungen gewünscht haben. Naja, und dann sagen sie, wir lassen dich erstmal hier eine Woche auf Probe. Und wo sie sich alles bemüht und sagt, ich werde alles tun, damit ich dazugehören kann. Naja, ich will nicht alles erzählen, passiert irgendwelche Dinge. Am Ende kommt der Tag, wo sie sagen, ja, wir wollen, dass du unser Name trägst. Wir wollen dich adoptiert. Wenn du adoptierst wirst, dann trägst du den Namen der neuen Familie. Und dazu sind wir bestimmt, den Nachnamen, den Namen Gottes zu tragen. Und für sie ist das so was Ehrfurchtvolles, dass sie daraus ein großes Fest machen will. Das Wissen, dass Gott von Anfang an zu uns bestimmt hat, dass er uns als seine Kinder adoptieren will, gibt uns die Gewissheit, dass wir seine Kinder sind und zu der Familie Gottes gehören. Es ist unsere Bestimmung, in ein inniges, familiäres Liebesverhältnis zu Gott zu kommen und zu leben, als Ausdruck dessen, dass wir von Gott als seine Söhne und Töchter angenommen wurden. Wir sind geschaffen worden mit dem Ziel, Gottes Wesen wiederzugeben. Das Ziel unseres Lebens, eines jeden Menschen, ist es, durch Jesus Christus in die Beziehung als Kind Gottes mit Gott dem Vater zu sein und daraus das Wesen des Vaters wiederzugeben, verwandelt zu werden und verändert zu werden. Dann lesen wir in Vers 7, durch ihn wurden wir freigekauft, um den Preis seines Blutes und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslicher große Gnade. Auch hier wieder wird ein Wort genutzt, freigekauft. Wer von euch denkt daran, wer von euch kann eigentlich damit was anfangen? Ne? Wer von uns muss sich denn überhaupt freikaufen? Ist eigentlich für unsere heutige Verständnis, können wir wenig mit anfangen, weil der Gedanke kommt aus einer Zeit, einer Kultur, wo es Sklaverei üblich war oder wenn ein Herrscher ein Land angenommen hat, waren seine Knechte. Und dieses Wort wird übersetzt mit Loskauf durch die Hinterlegung des Lösegeldes beim Sklavenloskauf.
Ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche Sklavenfilme gesehen habt, wo dann die Menschen da stehen und dann wird gehandelt, den nehme ich mit. Und beim Loskauf ging es darum, dass du Geld bezahlt hast, um frei zu werden. Um nicht mehr unter der Herrschaft jemand anderes zu stehen, sondern dein eigener Herr zu sein. Oder wenn jemand dich frei gekauft hat, eine Summe X bezahlt hat. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, in welcher Sklaverei befinden wir uns heute als Gesellschaft. Viele würden sagen, ach, was gibt es heute für Sklaverei? Ja doch, es gibt Kinderhandel, es gibt Sklaverei unter den Frauen, die misshandelt werden, missbraucht. Über welche Sklaverei redet hier Paulus? Ging es darum, dass er Leute aus der natürlichen Sklaverei freikaufen wollte? In Kapitel 2, 1 bis 3 lesen wir, auch euch hat Gott mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt, die in der Luft herrscht, abhängig von der Geistesmacht, die in der Luft herrscht und jetzt noch in den Menschen wirksam ist, die Gott nicht gehorchen wollen. Zu ihnen haben wir früher gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Hier spricht Paulus, dass wir ohne Christus in unsere Sünden, Verfehlungen und Verfehlungen gelebt haben. Wir waren abhängig unter der Herrschaft von dem Zeitgeist der Welt und der Geistesmacht, die in der Luft herrscht. Wir wurden von unseren Begierden beherrscht. Das heißt, dass wir in der Welt, wenn wir hier leben, wenn wir Christus nicht als unseren Herrscher haben, stehen wir unter der Herrschaft von geistlichen Mächten und unseren Begierden, Verlangen und Triebe. Wir sind nicht frei. Auch wenn du meinst, du bist frei und kannst tun und lassen, was du willst, wenn Jesus Christus nicht der Herr in deinem Leben ist, bist du nicht frei. Du wirst beherrscht und getrieben von Dingen in dir, von der Sünde in dir, von dämonischen Mächten, die deine Gedanken und Gefühle beeinflussen und dich dahin treiben, dass du nicht den Willen Gottes tust. Kapitel 5, 8, Epheser 5, 8. Früher gehörtet ihr zwar zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Hier sagt Paulus, dass wir früher zur Finsternis gehörten. Hier Finsternis, Finsternis. Und jetzt zum Licht. Das heißt, wir waren vorher, wenn wir Jesus, wir sind frei gekauft worden aus dem Machtbereich der Finsternis, wo wieder der Teufel herrscht, Dämonen. Finsternis war unser Zuhause. Kapitel 2, 12. Ihr wart damals von Christus getrennt, vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen und standet den Bündnissen Gottes und den damit verbundenen Zusagen als Fremde gegenüber. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Hier sagt Paulus, dass wir früher, also bevor wir durch Christus freigekauft wurden, wir ohne Gott gelebt haben, ohne Hoffnung waren. Und wir waren von dem Bürgerrecht, von den Bündnissen Gottes ausgeschlossen. Gemäß den Aussagen, die Paulus hier sagt, sind alle Menschen erstmals, wir sind alle erstmal unter der Sklaverei der Sünde und des Satans. Jeder. Es gibt keiner, der nicht gesündigt hat und es ist keiner, der sagen kann, er ist so geboren und immer gelebt, dass er nicht unter dieser Sklaverei lebt. Und deshalb war es notwendig, dass wir freigekauft werden.
In Johannes 8, Vers 37, oder in Johannes 8, Abvers 37, ist eine Auseinandersetzung, und die fand ich in dem Zusammenhang sehr wichtig, eine Auseinandersetzung, die Jesus mit den Pharisäern hat. Und da geht es darum, wo komme ich her? Wer ist mein Vater? Die Pharisäer sind überzeugt, Gott ist mein Vater. Und Jesus entgegnet ihnen, kann gar nicht sein, dass Gott euer Vater ist, weil sonst würdet ihr mich lieben und tun, was Gott will. Und sie sagen, wie, Moment, geht doch gar nicht. Wir, Gott ist unser Vater, meinst du denn, wir sind Bastarde? Und dann macht Jesus eine Aussage in Johannes 8, Vers 44, euer Vater ist nämlich der Teufel und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Oder die Elberfelder Übersetzung, die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jesus macht hier eine klare Aussage. Dem, dem wir gehorchen oder dessen Willen wir tun, dessen Kinder sind wir. Ich wiederhole. Dessen Willen wir tun oder dessen Willen wir gehorchen, dessen Kinder sind wir. Das wiederholt Paulus in Römer 6,16, wo er sagt, denen wir uns unterstellen und gehorchen, dessen Sklaven sind wir. Vers 16 sagt er, überlegt euch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet, dann seid ihr damit seine Sklaven. Paulus macht deutlich, dass wir hier hineingeboren sind und unter einer Sklaverei leben, die uns nicht bewusst ist, den meisten nicht bewusst ist, weil wir diesen ganzen Bereich verneinen. Unter der Sklaverei von Mächte der Finsternis, die unsere Gedanken beeinflussen, unsere Gefühle beeinflussen, die Begierde in unserem Leben. Begierde geht darum, es geht nur um mich, das, was ich will, mir, meiner, mich. Die Triebe des Fleisches, davon sind wir versklavt. Und dafür müssen wir freigekauft werden. Wir können aus eigener Kraft, kein Sklave konnte sich aus eigener Kraft freikaufen. Das biblische Gesamtkontext macht deutlich, dass nach der Schöpfung Gott den Menschen die Herrschaft über die Welt gegeben hat. Der Mensch hatte hier die Herrschaft, aber der Mensch hat durch die Sünde, durch die sich abwenden von Gott, die Abwehr von Gott, nicht Gott gehorsam sein, hat die Herrschaft dem Satan übergeben und sich zum Sklaven Satans gemacht. Wir alle waren in der Situation. Und die Folge war daraus, dass wir unsere eigenen Triebe, unser Verlangen und Ideen im Vordergrund stellen und das folgen und nicht das, was Gott will. Und aus dieser Sklaverei hat Gott uns durch Jesus Christus freigekauft. Jesus hat auch mit dem Preis seines Blutes, seines Lebens uns freigekauft. Dieser Freibrief, nicht Freibrief in dem, dass du tun und lassen kannst, was du willst, sondern dieser Schein, der bescheinigt, dass du aus diesem Bereich freigekauft wirst, der ist bereits am Kreuz unterschrieben worden und versiegelt worden mit dem Blut von Jesus. Amen. Jesaja 61 heißt, dass er gesalbt ist, um die Gefangene freizusetzen, die Kerker zu öffnen, die sind offen. Die sind offen. Die Frage ist nicht, ob sie geöffnet werden müssen, sondern die sind offen. Amen. Der Feind ist besiegt. Aber damit nicht genug. Es heißt, dass wir in Christus alle Vergehen vergeben wurden. Wir sind nicht nur freigekauft und sondern auch freigesprochen von der Schuld. Der Schuldschein, der gegen uns ausgestellt war, der ist zerrissen. Jetzt kommen wir, was hat das für eine Auswirkung für unser Leben?
Welche Konsequenz hat es für dein Leben, für mein Leben, wenn ich mir bewusst mache, dass ich in einem Sklavenverhältnis gelebt habe? Oder vielleicht hörst du zu und du hast nie Jesus kennengelernt und dir ist plötzlich klar geworden, dass du in einem Sklavenverhältnis lebst, aber Jesus Christus dich freigekauft hat. Mir wird dadurch klar, dass ich vorher von Mächten und Gewalten in meiner Gedanken-Gefühlswelt gesteuert wurde. In einem Lebenswandel, das Gott nicht gefällt. Mir war klar, wieso ich häufig nicht fähig war, so zu leben, wie Gott es will. Ich bin im christlichen Elternhaus ausgewachsen. Ich wusste, was eigentlich gut und richtig ist. Ich konnte aber nicht das tun, was gut und richtig war. Und das habe ich erst im Jahr mit 17 erkannt und mir ist bewusst geworden, ich muss Gott, Jesus um Vergebung bitten und ich kann nur Gott gefallen und das tun, was er will, wenn ich Jesus Christus in meinem Leben annehme. Und ich wurde frei. An dem Tag, wo ich Jesus bewusst in meinem Leben angenommen habe, meine Sünde bekannt habe, ist er der Herrscher meines Lebens geworden. Heißt aber nicht, dass ich von heute auf morgen alles getan habe, so wie ich wollte, sondern ich bin in einen Prozess eingestiegen, so wie es hier steht, dass wir heilig und tadellos werden, dass wir verändert werden in sein Wesen. Dann die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie sehr bin ich mir dessen bewusst, was der Preis war, den Jesus für meine Freiheit bezahlt hat? Welche Konsequenzen hat das? Und bei der Vorbereitung musste ich mir deutlich oder eigentlich klar werden, ich bin mir eigentlich nicht häufig genug bewusst, wie hoch dieser Preis war. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber damals in einer Gesellschaft, wo Opfer dargebracht werden mussten und Tiere geschlachtet, war es vielleicht einfacher, sich bewusst zu werden, was ist denn der Preis für meine Erlösung gewesen? Und es fällt mir noch manchmal schwer zu erfassen, dass jemand für mich sein Leben hingegeben hat. Ich wurde daran erinnert, dass ich als Jugendlicher habe ich Gott gefragt, ich war bekehrt, ich habe ihn gefragt und ich wollte seine Liebe erfahren und spüren. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin nicht so einer, der spürt, Dinge spürt, wahrnimmt. Und ich wollte Gottes Liebe spüren. Ich wollte wissen, was Gott mir zeigt, beweist, dass er mich liebt. Und dann las ich in Johannes 15, 13, wo es heißt, größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Und wisst ihr, dann wurde mir plötzlich klar, es gibt gar keinen größeren Beweis. Gott kann heute nichts tun, was ein größerer Beweis wäre, als das, was er schon getan hat am Kreuz. Für mich. Egal welches Wunder er heute tun würde, das würde nie die Größe, das würde nie ein stärkerer Beweis seiner Liebe für mich sein, als das, was er bereits für mich am Kreuz getan hat. Dass er sein Leben für mich hingegeben hat. Und als ich das erkannt habe, habe ich mich bewusst entschieden, Gott mein Leben zur Verfügung zu stellen. Und immer wieder neu treffe ich diese Entscheidung und sage Gott, ich liebe dich und deshalb bin ich bereit, alles was für dich zu tun, was du möchtest. Aus Liebe und Dankbarkeit will ich das tun. Welche Auswirkung hat es für mein Leben, dass Gott mich in Christus auserwählt hat? Ich weiß, wo ich hingehöre, weil ich weiß, dass ich auserwählt worden bin. Und ich weiß, dadurch, dass ich weiß, dass ich auserwählt bin,
sein Wesen immer näher, immer mehr wieder zu spiegeln, weiß ich auch, dass das Prozesse sind. Und ich wundere mich nicht, dass Gott mich dann durch Prozesse führt, wo Dinge ans Tageslicht kommen. Das passiert meistens bei Herausforderungen. Bei Stress oder Probleme von draußen kommen Dinge hoch, wo es darum geht, dass Gott mich verändern will, dass ich immer mehr und mehr ihm ähnlich werde. Geduld lerne. Und. Und ich weiß, dass alle Herausforderungen, durch die Gott mich durchgeführt hat, dieses Ziel hatten, mich mehr und mehr in sein Wesen zu verwandeln. Was bedeutet es für meinen Alltag, dass mich Gott auserwählt hat, um heilig und tadellos zu sein? Stell dir mal die Frage, was bedeutet es für ihn im Alltag? Für mich, habe ich gerade schon mehr oder weniger beantwortet, bedeutet es, dass Herausforderung, so wie Paulus eigentlich sagt oder Petrus sagt, freut euch, wenn ihr mancherlei Probleme habt. Freut euch. Ich vergesse das manchmal, das Freuen und dass man eigentlich die Situation dazu dient, dass Gott uns mehr und mehr verwandelt. Aber wenn ich mir das bewusst mache, dann hilft es. Welche Auswirkung hat es für mein Leben, dass Gott in Christus mich bestimmt hat, als sein Sohn, seine Tochter anzunehmen? Diese Frage, wer bin ich? Und dieses Bewusstsein, ja, ich habe Eltern auf dieser Erde. Und ich bin in einem behüteten Haushalt aufgewachsen, muss ich sagen. Aus meiner Sicht. Klar, gut, meine Eltern haben viel arbeiten müssen für uns, damit sie die Schule bezahlt haben. Mein Papa habe ich meistens in der Woche gar nicht gesehen, erst am Wochenende. Aber bei allen, ich weiß, ich bin behütet im Haus, aber mein Zuhause, mein wahres Zuhause ist hier. Mein Vater im Himmel, der ist da für mich. Und jemand, der nicht in einem gehüteten Haushalt aufgewachsen hat, der vielleicht ohne Vater oder ohne Mutter oder misshandelt wurde oder was auch immer, wenn du dir bewusst bist, dass deine Ewigkeitsidentität, deine Eltern werden mal sterben. Alle. Du auch. Aber wenn wir uns bewusst werden, dass unser Vater im Himmel, unsere Kindschaft, unsere Sohnschaft, Tochternschaft, ein Ewigkeitscharakter hat, da wird diese innige Beziehung, die werden wir nie verlieren. Und an anderer Stelle heißt, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes. Nichts, weder Hohes noch Gewaltes, noch Mächte noch Gewalten. Ich weiß, wo ich dazugehöre. Die Gewissheit, dass Gott, der Schöpfer des Universums, mich bestimmt hat, sein Sohn zu sein, adoptiert zu werden, dass ich adoptiert wurde, und zwar ohne Vorbedingung. Du musstest nicht, ich musste nicht Gott irgendwas beweisen, damit er mich als Sohn annimmt. Ich musste mich nicht anstrengen. Er hat es schon vorher entschieden. Das gibt mir die Sicherheit. Das gibt mir Frieden. Und das gibt mir auch die Gewissheit, oder das hat auch meine Sicht zur Gemeinde geprägt. Denn wenn Gott mein Vater ist, sind alle, die zu ihm gehören, meine Geschwister. Egal, ob ich sie mag oder nicht. Richtig? Und mein Papa war es immer wichtig. Ich weiß, mein Papa in meinem Elternhaus, er hat immer wieder gesagt, die Familie ist wichtig und haltet als Geschwister zusammen. Wenn einer Herausforderungen hat, helft einander. Das war ihm wichtig und das hat auch mein Verständnis von Gemeinde geprägt. Gemeinde ist der Leib Jesu, ist die Braut Gottes. Das ist nicht ein Verein, wo ich kommen und gehen, wo sich schlecht reden kann oder nicht oder was auch immer. Nein, wir sind die Familie Gottes.
nicht nur wir, sondern mit denen, die Christus dazugehören. Ob er jetzt das Glaubensbekenntnis A, B oder C, wenn er an Jesus Christus glaubt, ist er an Sohn Gottes sein Leben hingegeben, dann ist er erstmal ein Sohn Gottes, ist er mein Bruder, meine Schwester. Ob er zur Brüdergemeinde gehört, zur Pfingstgemeinde, zu Baptisten oder was auch immer. Und es ist nicht unsere Aufgabe als Geschwister, einander anzuklagen oder oh, du machst dieses, jenes falsch. Das ist nicht unsere Aufgabe. Der Ankläger der Brüder ist gestürzt, der ist weg. Das ist nicht die Aufgabe, sondern es ist unsere Aufgabe, zusammenzuhalten. Kommt zum Ende, was uns der Vater geschenkt hat. Wer sind wir? Und wir, da sind die gemeint, die an Jesus Christus glauben, die ihre Sünden bekannt haben und an Jesus Christus glauben und Söhne Gottes. Du bist ein Kind Gottes mit allen Pflichten, Privilegien, die Kinder haben. Und zwar ein Kind in der geistlichen, in der himmlischen Welt, ein Kind Gottes. Wir werden weitersehen, Epheserbrief sagt, dass wir mit Christus in der Himmelswelt sitzen. Wo gehöre ich hin? Wo gehörst du hin? Ich weiß, als ich noch von Kolumbien hier rüber, ich habe immer gesagt, ich bleibe nicht in Deutschland und heirate keine Deutsche. Beides hat sich erledigt. Ich bin hier geblieben und habe eine Deutsche. Oder ich habe eine Deutsche geheiratet und hier geblieben. Wo gehöre ich hin? Ist meine Zugehörigkeit ein bestimmter Ort hier auf Erden? Nein. Ich meine, der Petrus sagt das auch, wir sind Fremde hier auf Erden. Und ich denke, dass gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, es wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, eine Ewigkeitsperspektive haben. Unsere Zeit hier auf Erden ist vergänglich, wird vergehen und das ist nicht unser Zuhause. Unser Zuhause ist nicht hier. Egal, ob du jetzt hier in Deutschland oder wo auch immer wohnst, ob du Familie XY, dein Zuhause, du gehörst zur Familie und zum Reich Gottes. Du bist aus dem Machtbereich der Finsternis, aus dem Machtbereich Satans freigekauft worden. Du gehörst da nicht mehr hin. Mit all dem, was das bedeutet. Da werden wir später drauf eingehen. Was ist deine Bestimmung? Ist nicht in erster Linie, wie viele denken, irgendein Ruf oder irgendein Dienst. Unsere Bestimmung als Söhne, Töchter Gottes, als Kinder Gottes ist in erster Linie, dem Wesen und Charakter Gottes umgestaltet zu werden. Jeden Tag ein bisschen. Das ist deine Bestimmung. Dazu bist du von Gott erwählt worden, bestimmt worden, herausgerufen worden. Und zum Schluss, was bist du wert? Das kann man gar nicht beziffern. Du bist so wertvoll, dass Gott, der Vater, seinen Sohn für dich gegeben hat und dass Jesus durch sein Blut dich freigekauft hat. Und ich bete, Heiliger Geist, ich bete, Vater, dass du uns, wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dass du in unsere Augen öffnest, unsere Herzensaugen öffnen, dass wir erfassen, wie wertvoll wir für dich sind. Wie sehr du uns liebst, Herr. Was du für uns getan hast, dass du deinen Sohn auf die Erde gesandt hast, dass du dich von ihm getrennt hast und dass Jesus, dass du dein Blut für uns vergossen hast, dass du es in Kauf genommen hast, die Beziehung zu deinem Vater für eine bestimmte Zeit getrennt zu sein und geschrien hast, warum hast du mich verlassen? Damit wir frei werden. Damit wir freigekauft werden. Damit wir deine Söhne und Töchter Gottes werden. Danke, dass wir dir so viel wert sind. Und ich bete, dass wir nochmal, dass wir jetzt, wenn wir beim Abendmahl das einnehmen, dass das ein neues Bewusstsein in uns hineingibt. Und ich bete, dass in diese kommenden Wochen, Herr, dass uns dieses Bewusstsein,
dass du uns das in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen einprägst. Wir sind von dir erwählt. Heilig und tadellos zu sein. Wir sind von dir vorherbestimmt, deine Söhne und Töchter zu sein. Und wir sind freigekauft. Und unsere Schuld ist uns vergeben. Danke dafür, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Amen.